Habe ich eine Spielfeder entdeckt? Muss ich in der Pfütze Digidugi machen? Oh! Bruh. Alter, das Spiel ist cleverer als ich! Wow. Das ist tatsächlich der geheime Blumengarten, von dem Pippi gesprochen hat. Oh mein Gott, wir sind hier! Er existiert. Ich kann es einfach nicht glauben. Oh, ich auch nicht. Warum küssen wir uns? Hey, die Schatztruhe ist ja offen. Hoi! Ja, ich habe die Steine schon rausgeholt. Sorry. Sind da etwa Steine drin? Er weiß es schon. Ja, da sind Steine drin, ja. Oh. Da war jemand schneller als ich. Wer könnte das gewesen sein? Nun, wie auch immer. Lass uns verschwinden. Mann, es hätte mich echt interessiert, was passiert wäre, wenn wir die Truhe noch nicht geöffnet hätten. Mann! Das hätte ich jetzt echt gern gewusst. Mist! Können wir ihn noch reinpinkeln? Hilft das noch was? Hey, cool Dude, es ist meine Freude, mit dir hier zu sein. Oh yeah, Hammer. Nun, aber schnell. Ja, du bewegst dich nicht vom Fleck. Oh, ups. Ach so. Moment mal. Warte mal, das war alles? Das, nicht mal ein Wort? Was? Alles für drei Steine? Der geheime Blumengarten war nur für drei Steine? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Bestimmt ist die Truhe zu und wir müssen jetzt nochmal hin und dann passiert irgendwas. Das muss so sein. Komm schon. Oder er sucht Trickett. Okay, das ist sein Haustier, aber wer ist Trickett? Verdammt nochmal. Kommen wir da wieder hin? Nö, es geht nicht mehr. Verdammt nochmal. Oh nee, Moment. Momentchen mal. Mir fällt da etwas ein. Wir können jetzt Pippi erzählen, dass wir im geheimen Blumengarten waren und dann bringt er uns bestimmt 10 Wörter bei. Das muss es sein. Komm schon, Pippi. Lass mich nicht im Stich, Pippi. Pippi? Pippi. Komm herbei. Da ist er. Hey, ich sage nur Pippi. Hast du schon gehört? Man sagt, es gebe hier in der Nähe einen geheimen Blumengarten. Hab ich gehört. Ich würde den wahnsinnig gerne mal sehen. Ich wette, der ist so super geheim, weil es dort einen Schatz gibt. Meinst du nicht auch, Pippi? Ja, ich war dort. Komm schon, ich war dort. Pippi? Hey, ich sage nur Pippi. Ja, Pippi, 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 Pippi. Na gut, wenn du nicht willst, dann kann ich auch nichts machen. Ja, schön. Aber da oben ist noch ein Hamster. Vielleicht wird der irgendwie gesucht oder ich habe keine Ahnung, komm schon. Jetzt habe ich dich. Aber ich meine in Erinnerung zu haben, dass bei dem irgendwie gar nichts ging. Der Boden vibriert zu stark. Okay, hallo? Kumpel? Geht's dir gut? Scheint zu schlafen. Dann weck ihn auf, Hamtaro. Weck ihn auf. Weck ihn auf. Schrei irgendwie. Wieso vibriert der Boden? Das ergibt keinen Sinn. Okay, der Boden vibriert zu stark. Warum auch immer. Kann ich da einfach dagegen bauen und ihn runterbashen? Vielleicht fällt er ja runter. Komm schon, fall runter. Es funktioniert wirklich. Sorry, Mann, aber es war nötig, okay? Es war nötig. Hey, Hammer. Mir ist immer noch schwummerig. Ist das überhaupt ein Wort? Kann ich helfen? Ist es jetzt besser? Wow! Ha! Hast du das Beben verursacht? Bist du furios auf mich? Furios, auch so ein geiles Wort. Nice! Wütend haben wir damals im Hampark gelernt. Wisst ihr noch? In Herzschmerz, das waren Zeiten. Furios! Ja, das bin ich. Du hast ein neues Wort gelernt. Furios! Neues Wort. Auch ein sehr generelles Wort. Alltägliches Wort, das auch in vielen Situationen passen könnte. Wenn wir sie denn finden. Aber was war gemeint mit diesem Haustier Komplimente machen? Was ist damit gemeint? Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Oder war das Trickett da oben? Junge, ich habe Trickett gefunden. Vielleicht. Bring mir ein Wort bei. Oder ist Pippi in Wirklichkeit Trickett? Kann es sein? Ich weiß es nicht. Na schön, jetzt haben wir Furios. Dann probiere ich das jetzt nochmal aus. Wo auch immer ich vorbeikomme. Ich bin so wütend, weil es nicht passt. Komm schon. Also das muss echt das super mega special Wort sein, das da passt. Das muss echt das Wort des Universums sein, das das Universum erklärt. Weil das so auf sich warten lässt. Ich weiß auch nicht. Wir könnten Dido sagen, dass Pashmina furios ist. Ist sie aber gar nicht, weil Pashmina überhaupt nicht furios werden kann. Die ist nur besorgt.
Aber wir probieren es trotzdem. Nö. Oh. Oh. You going down, mate? Oh. Oh. Und er kommt ganz entspannt runter. Was ist dein scheiß Problem, Junge? Du brauchst nicht gleich so furios zu werden. Ich pauki Q hier doch nur. Matt. Studieren. Hä? Was? Warum? Du studierst die menschliche Anatomie, aber warum erschreckst du mich dann und warum findest du das witzig und das was? Pauki-Q. Wegen Pauk, versteht ihr? Haha. Ah, ja. Und wo soll uns das weiterbringen? Ich habe keine Ahnung. Pauki-Q. Ich möchte wirklich etwas Pauki-Q. Wie Biologie oder Chemie. Alles kann mit Hilfe der Naturwissenschaft erklärt werden. Oh! Oh, da wird gegen die Religion geschossen. Oh, oh, Hamtaro. Oh, oh. Weißt du? Upsi. Cool. Ja. Was war das? Moment mal. Was war das für ein Geräusch? Ach so, er... Hä? Ich bin harmlos. Was? Ja, okay. Ein wenig seltsam, aber schon okay. Ja, jetzt haben wir Pauki-Q. Müssen wir vielleicht Schlaxo sagen oder so? Wer weiß? Na gut, dann haben wir jetzt den Nutzen für Furios gefunden. Wobei das auch nicht ganz schlüssig ist, also dass man da drauf kommen soll, dass man da furios ist. Naja, aber die Blume dreht sich, das ist gut. Das heißt, vermutlich, wir haben alle Wörter gelernt oder sowas. Ich weiß bis heute nicht, was das bedeutet genau. Aber nun gut, dann haben wir jetzt Pauki-Q. Gehen wir doch ins Clubhaus und versuchen da Furios und Pauki-Q. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Warum ist Tico weg? Moment mal. Was hat er wieder angestellt? Belästigt er etwa Bijou? Das würde er nicht wagen. Das würde er nicht wagen. Das wäre das Letzte, was er tun würde. Bijou? Okay, ich wollte nur mal gucken, ob ja alles rechtens ist. Alles in Ordnung. Unterm Bett gucken, im Schrank. Du hast keinen Schrank. Aber in die Schublade passt er bestimmt auch rein, dieser gerissene Bastard. Na schön, dann ist ja nochmal alles gut. Dann will ich mal nichts gesagt haben. Hey, Mutnus. Ja. Cool, ja. Shishik geht aber, okay. Mach ein Lied über Eleganz. Was zur Hölle machst du denn hier? Oh, er geht ran. Aber seht ihr, auf sowas muss man auch erstmal kommen, dass man ins Clubhaus geht und hier weiterschaut. Da kann man nicht einfach ohne weiteres drauf kommen. Da muss man wirklich ausprobieren. Auf Wiedersehen, süße Pashmina. Oh. Tico? Tico? Pashmina? Pashmina? No stress, Alter. Kannst du auch an irgendwas anderes denken, außer Dido? Verdammt nochmal, und ich weiß ja, wo sie ist. Warum sagt Hamtaro ihr einfach nicht, wo sie ist? Hamtaro ist auch so ein Arschloch. Tja, dann hat Tico wohl eine Abfuhr erfahren, was? Das war Tikali? Das war... Oh, er belästigt die... Moment mal, Tico. Tico? Wollt nur mal kurz vorbeischauen, Bichu. Nur ganz kurz. Tico, wo bist du? Tico, was stellst du an? Tico, where are you? Wo ist er? Tico ist weg. Ich bin sicher, er flirtet wieder mit den Mädchen. Was ist das für ein Gesichtsausdruck? Auch sehr interessant. Ich wünschte, er würde damit aufhören. Aber das ist Tico, Baby. Tico, Baby. Moment mal, Tico. Ganz dünnes Eis. Auf Wiedersehen, mon chéri, Bijou. Tico, na warte. Das ist das Letzte, was du getan hast. Furios! Was ist denn hier los? Bist du eifersüchtig, Hamtaro? Oh, ja. Uiuiui. Der hat es dir aber ganz schön gegeben, was? Und du findest es auch noch lustig, was? Das macht mich Wusel. Ja, bin ich. Mach dich nicht lustig. Und mir fehlt ein Wort. Verdammt nochmal. Wo ist er? Wo ist er? Mein Bruder ist nicht hier. Ja. Ja, er wird nicht aufhören. Niemals. Stell dir vor, ich habe Seltsames gehört. Oh, man sagt, der berühmte Doktor im Skygarten könne Grippe heilen, während man darauf wartet. Während man darauf wartet? Hä? Wir haben tatsächlich Fortschritt erreicht. Unglaublich, aber wahr. Wir haben es tatsächlich ein bisschen vorangetrieben hier.
Und sind, meine ich, doch auf dem guten Weg. Also, es entwickelt sich in eine Richtung, die mir ganz gut gefällt. So langsam. Schön. Ja, beim nächsten Mal dann suchen wir vermutlich Tico, weil er ja schon wieder weg ist, oder dann den Doktor. Wo auch immer der ist. Keine Ahnung. Na gut, Leute, dann bis zum nächsten Mal bei Hamdaro Ham Ham Freunde. Ciao.